Stevens, 4.699 Euro. Es ist im Preis gesunken. Bei einem Fully in Hamburg designt. Wie geht denn das? Preissenkung im Jahr 2024. Waren die vorher zu teuer? Nee, die Kosten sind einfach global gesunken und dadurch konnte man halt auch nochmal einen besseren, attraktiveren Marktpreis erzielen. Bei dem Rad ist es halt spannend, dass es halt eine gute Ausstattung hat und noch eine Frontlampe hat und das halt für weit unter 5.000 Euro. Da ist eines der stärksten Räder, die wir insgesamt im EMTB-Portfolio haben. Ja, man muss gar nicht so viel drüber erzählen. Die Komponenten sprechen schon für sich. Eine Vierkolben-Bremsanlage von Shimano. Genau, Dior-Standard vorne wie hinten. Eigentlich, ja, gerade so im gehobeneren MTB-Segment immer sehr gerne genommen, diese Anlage. Drüber kommt eigentlich nur XT und XTR und da geht es mehr um Gewichtsoptimierung als um Bremsleistung. Also das ist tatsächlich so ziemlich das Beste, was du eigentlich dran bauen kannst. Ja, auch die Schaltung von Deore, die ist kompatibel gegenüber vielen Schaltungen mittlerweile. Das ist ein Trend, den hast du natürlich auch gesehen bei anderen Schaltungsherstellern. Alles soll kompatibel werden. Genau, also Deore, SLX, XT ist ja alles untereinander kompatibel. Hier haben wir auch tatsächlich diese Mischung. Wir haben Deore Schaltwerk, eine SLX-Kassette. Gut, XT haben wir jetzt hier nicht dran, würde aber auch dran passen. So, das ganz wichtig ist hier vorne das Schaltwerk, also dass du hier vorne den Geber hast, wie nennt man das? Wie meinst du den Geber? Hier diesen Taster hier vorne für die Schaltung. Ja, Schalthebel halt, ne? Schalthebel. Der Schalthebel ist jetzt in die Ohre, oder? Genau, das ist die Ohre, 12-Gang, genau. So, jetzt klär mich doch mal auf. Da sind ja so kleine Kodierungen drauf, wenn du mir die mal gerade mal zeigst. Also der muss ja irgendwie wissen, wie er da hochkommt. Das ist schon ein Wunderwerk, oder? Du meinst jetzt die Steighilfen und ja, die Fallen? Genau, also hier haben wir ja den HG-Standard, also der klassische Mountainbike-Standard von Shimano. Und da, man kennt es ja, also da kracht die Kette richtig hoch und runter. Also es geht sehr schnell mit sehr wenig Verzögerung. Da haben wir halt sehr viele Steig- und Fallhilfen drin. Beim Linklight-Standard, beim anderen Standard, der jetzt im Trekking-Bereich eher verwendet wird, da geht es ja eher so ein bisschen gemächlicher. Dann brauchen wir schon so eine Viertelumdrehung von der Kassette, bis dann die Kette in Gang gewechselt hat. Aber das ist nicht schlimm, wenn es kracht. Das ist ein Zeichen von Qualität. Ja, es ist tatsächlich ein Zeichen, dass es halt eben dafür gemacht ist, dass du sehr schnell schalten kannst. Bedeutet allerdings natürlich auch, gerade wenn ein starker Motor dran zieht, dass das schneller verschleißt als beispielsweise bei der Linklight. Du empfiehlst grundsätzlich für ausgedehnte Fahrten eine Ersatzkette mitzunehmen, die schon ordentlich abgelenkt ist, oder? Also ich habe ein Kettenglied dabei. Das ist, wenn dann irgendwas reißt, dass dann wenigstens man die Kette wieder zusammengefrickelt kriegt, aber eine Ersatzkette ist natürlich auch praktisch, aber gut, ob man die jetzt immer dabei haben soll. Ich habe einmal einen Kettenriss gehabt und hatte keine dabei, da durfte meine Frau mich holen, die war sehr begeistert. Ja, meistens würde ja dieses kleine Kettenglied dann schon reichen, dass du das dann direkt dann machen kannst und dann zu Hause ordentlich nochmal in Ruhe das machen kannst. Ja. Hast du eins da, so ein Kettenglied? Die haben wir bestimmt vorne eine Annahme. Ja. Okay, geh mal kurz holen, weil das ist interessant. Das war mir gar nicht so bewusst, dass du ja nur das Glied austauschen kannst, weil das ist aufgerissen richtig, das Glied. Ja. Und du sagst, das kannst du rausnehmen einfach. Genau, also da brauchst du auch kein Werkzeug da. Brauchst ja normal so einen Kettennieter, wo du das Ding rausdrehst und dann wieder reinmachst. Habe ich auf einer Tour auch schon mal gehabt, wie ich mit dem Fahrrad gefahren bin. Da bin ich so einen steilen Berg hoch und bin mit den Klickpedalen recht kräftig rein. Hat, glaube ich, zu stark geschaltet und dann hat es auch der Riss gemacht und dann ist die Kette durch gewesen. Hatte auch kein Kettenglied dabei gehabt und dann ist es halt natürlich besonders ärgerlich, dass man dann alles schieben muss nach Hause. Ja, man muss schieben. Du kannst ja auch treten, aber die Kurbel hat ja keinen. Ja, keine Möglichkeit, die Energie auf die Straße zu geben. Ja. So, und was ist denn da für eine Bereifung? 27,5? Das ist ein Mallet-Setup, das heißt vorne 27,5, also 650B breit hinten. Und hinten meinst du? Genau, und vorne sind 29er. Also vorne 29, hinten 27,5. Was hat das für Vorteile? Man sagt halt, oder es ist auch so, dass man wendiger durch die Kurven fahren kann, aber vorne trotzdem das schnelle und ruhige Laufverhalten vom Bike beibehält. Das heißt, über Hindernisse drüber rollen ist hier halt ziemlich praktisch, weil fühlt sich einfach gut an, ist schnell. Aber trotzdem, die Wendigkeit ist nicht so eingeschränkt, dass ich jetzt auf einmal ein behäbiges, langsames Rad habe. Sicherheit ist beim Fully natürlich das A und O. Das heißt, du kriegst ein Schlagloch. Oft siehst du ja nicht, da liegt ein Baumstamm auf einmal, ein kleinerer, auf dem Boden drauf. Und dann fährst du einfach drüber, passiert nichts. Beim Hardtail wäre das anders. Ja, beim Hardtail schüttelst du dich halt durch. Gerade hinten, wenn du hinten mit dem Hinterreifen drüber rollst, dann kann das schon mal sein, dass du da so ein bisschen aufsetzt. Tobi, du hast was gefunden.
Genau, also das wäre jetzt ein 12-fach-Kettenschloss. Das ist sowas, das habe ich tatsächlich auf jeder Tour dann auch dabei. Und natürlich 12-fach, nur weil es eine 12-fach-Kette dann eben ist. Wenn dir ein Kettenglied reißt, kannst du schnell mit dem Kettennieter, den hast du am Multitool. Den braucht man natürlich, den Kettennieter. Ja, ja, klar, den brauchst du. Die hast du aber am Multitool in der Regel dran, wenn du dir ein gutes gekauft hast. Und dann kannst du das Kettenglied rausnehmen, kannst das Kettenschloss einsetzen. Hast du so ein Multitool mal da, dass man das sieht? Ja, weil ich habe eins gefunden, diesen Kettennieter, den haben viele dran, die wissen gar nicht, was das ist. Sollen wir das einmal ganz kurz zeigen? Da mal so die Sendung mit der Maus so ein kleines bisschen. Denn habe ich tatsächlich gefunden, in Kanada lag eins auf dem Boden und dachte mir, das hätte ich jetzt gebraucht. Das ist dafür gedacht, dass du ein Glied komplett wegnehmen kannst und dann hast du das Loch und kannst dann das Schloss einführen. Genau, das ist die Idee dahinter. Also hast du das Tool gefunden oder das Glied? Das Tool. Ah, ja. Ja, das lag rum, hat einer verloren, hätte auch nie wieder gefunden, habe ich dann mitgenommen. Ja. Nee, das ist ganz praktisch, hatte ich früher immer mit dabei gehabt, weil das öfters mal passiert, dass die Kette reißt und da hat man halt echt so das Problem, dass man dann halt nicht weiterkommt, wenn man gerade alleine fährt. Jetzt fahren wir meistens aber auch eh in der Gruppe oder zu zweit, dann hat einer von beiden immer irgendwas dabei. Ja, absenkbare Sattelstütze auf Knopfdruck mit Fernbedienung, das ist was ganz Feines. Gerade dann, wenn es einen Berg runtergeht, kann ich das Gesäß hinter den Sattel bewegen. Das ist, glaube ich, der Hauptnutzen hierbei, dass du also das Gewicht nach hinten verlagern kannst, wenn es einen Berg runtergeht. Oder wenn ich halt auf- und absteige, das ist ganz praktisch. Also das sieht man jetzt ganz oft bei modernen oder Premium-Trekkingrädern. Oder weil ich will mehr Bodenkontakt halt haben, dann mache ich den Sattel runter und wie du halt sagst, hinter den Sattel und habe dann bessere Gewichtsverlagerung. Ja, Multitool. Und hier sieht man das. So, wenn du mal ganz von vorne anfängst, dass man zusammenfaltest, also das ist so wie so ein Knochen, ein Schweizer Messer fast. Und dann hast du dort Inbus, du hast dort Schraubendreher und? Genau, also gängige Werkzeuge, die wir eben brauchen, alles mögliche, Inbus und Torx, du hast die Reifenheber und dann, wo wir gerade drüber gesprochen haben, auch ein Kettennieter. Da kannst du auch noch einen 4er-Inbus dann ansetzen, damit du noch ein bisschen Kraft draufbringen kannst. Genau, und damit nehmen wir eben die Kettenglieder raus. Also da kannst du die Stifte, die auf der Verbindung dann sitzen, kannst du damit dann rausdrücken. Also wer noch nie eine gerissene Kette, ich hatte 3 Stück schon, passiert meistens dann, wenn du berghoch fährst, denkst nicht dran, hast den ganz großen Gang drin und hast noch die Motorleistung auf maximal, dann trittst du von oben drauf und irgendwann ist Feierabend. Genau, also passiert immer dann, wenn die Kette schon ein bisschen gelenkt ist, ne, also so ein bisschen seitliches Spiel hat und auch insgesamt die Glieder ein bisschen länger geworden sind und es dann langsam wieder Zeit wäre, die zu tauschen. Und immer dann, wenn man denkt, ja, die Tour über die Berge macht sie noch mit, dann reißt sie eben und für diese Fälle ein Kettenglied echt nicht verkehrt dabei zu haben. So, sehr schön. Ja, besonders schön ist, was man üben sollte, ist, wenn man es noch nie gemacht hat, ist das Einführen der Kette. Denn das sieht so einfach aus und es ist ja auch vollkommen klar, wie die geführt ist. Ja? Wenn sie aber runter ist, hast du keine Vorlage mehr. Und wenn du alleine bist, sollte man sich mal überlegen, wie ist die überhaupt geführt? Ja? Genau, also so der knifflige Part ist quasi immer so um die Schaltröhrchen, also es einmal hier oben eben drüber geht und dann hier unten vorbeiläuft und dann nach vorne geht. Ja, muss man halt tatsächlich einmal sich so vergegenwärtigen, wie es läuft, weil wie du schon sagst, wenn sie ganz unten ist, man sieht die Kassette und die Kette vor sich, kann man schon mal drüber nachdenken. Ja, besonders dann, wenn viele Leute zugucken und alle sagen, ist doch klar, wie es geht. Ich meine, jetzt, wo sie montiert ist, jetzt ist ja klar, wie es geht, oder? Jo, aber das ist im Prinzip ja selbsterklärend, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Also mein Tipp ist einfach, wenn ihr das habt, ja, macht Folgendes. Geht ins Internet rein, habt ein Handy dabei, guckt euch einfach an, wie es aussieht bei irgendeinem Fahrrad und dann habt ihr die Vorlage. Ich saß mal eine Viertelstunde da und wirklich, du bist dann so verzweifelt, dann kriegst du die Kette nicht mehr drauf. Was wichtig ist, wenn man eine neue Kette kauft, dann kommt die ja nicht mit den Anzahl der Gliedern, sondern man muss die ja dann ablenken, oder? Genau, also da gibt es Rechner dafür, wo du tatsächlich dann halt wirklich hingehst und zählst die Zähne von den Kettenblättern und dann bekommst du auch, musst einen Abstand noch messen von Kassette zur Kurbel und so weiter und so fort und bekommst dann die Gliederanzahl. Wenn du die alte Kette natürlich noch hast, kannst du nebendran halten, kannst im Zweifelsfall auch die Kettenglieder nachfahren, dass du halt siehst, dass du die gleiche Anzahl hast und dann passt das dann auch. Ja, bei einem guten Händler, wenn der Kunde natürlich das bei euch gekauft hat, kann der Kunde anrufen, kann sagen, ich hätte gern genau die Kette nochmal und ihr kennt natürlich die Länge. Genau, also bei den gängigen Rädern, da weißt du tatsächlich, was so deine Länge ist und dann kannst du dich schon vorher ablenken. So, was ist denn das hier für ein Federsystem? Also ich sehe das hier, das ist so eine Umlenkeinheit hier mit dem Dämpfer und so. Wie funktioniert das, wenn du das mal kurz mal entsprechend belastest? So, das kenne ich auch so ein bisschen vom Motorrad.
Bei Proling Conda ist es ein bisschen anders. Da ist, glaube ich, der Dämpfer weiter hinten. Genau, und da gibt es ja auch beim Fahrrad mittlerweile ganz verschiedene Ansatzpunkte. Also manchmal hast du ja den Dämpfer auch hier liegend eingebaut und das Gelenk greift dann quasi unten an den Dämpfer dran. Hier haben wir ganz klassisch über drei Gelenke eigentlich umgelenkt, den Hub vom Dämpfer auf den Hinterbau und es federt dann halt auch schön nach oben ein. Ja, was Schönes, komm mal zu mir. Das sind so ein paar Sachen, über die man sich eigentlich keine Gedanken macht, weil man denkt, das hält ewig. Man sollte sich vielleicht, wenn man unterwegs ist, so eine Dämpferpumpe mitnehmen und sich erklären lassen, wie es funktioniert. Denn es kann sein, wenn der Luftdruck zu sehr absenkt, dass nämlich dieser ganze, ja, der Bau einfach sich absenkt und dann schleift man irgendwann mal mit dem Pedal am Boden. Genau, also da muss der Druck muss schon stimmen. Das lasst ihr euch ja sowieso regelmäßig einstellen. Aber gerade wenn du jetzt eine Beschädigung zum Beispiel am Dämpfer hast, also du fährst über einen Trail und es kommt irgendwie ein Stein ganz blöd rein und du verlierst halt hier in dem Bereich irgendwann die Luft, da musst du auch mal nachpumpen. Also so eine kleine Delle kann halt bewirken, dass das über Zeit einfach rausgeht. Und wenn du dann eine Dämpferpumpe dabei hast, kannst du deinen Druck wieder einstellen, dann kann es weitergehen. Du kannst ihn servitieren. Man darf auf keinen Fall mit normalen Luftpumpen ran. Mit Autopumpen schon zweimal nicht. Nee, also du brauchst ja auch eine Pumpe, die tatsächlich im Hochdruckbereich präzise den Luftdruck halt regulieren kann. Und du brauchst auch eine Pumpe, wo du quasi verriegeln kannst, damit dir eben die Luft nicht entweicht, wenn du das Ganze abdrehst. So, zeig mal da unten, da ist ein roter Ring, der bitte nicht abschneiden. Genau, das ist eigentlich immer ein ganz guter Indikator, wo wir sehen können, wenn wir uns jetzt draufsetzen, ohne zu belasten, wenn wir dann in dem Bereich sind, da haben wir halt den richtigen Luftdruck schon drin. Also kann man immer kurz mal schnell gegenchecken, ob wir grundsätzlich einen richtigen Druck fahren. Und wenn der halt bei der Tour runterfliegt, dann habe ich definitiv zu wenig Luftdruck, dann stehe ich nicht satt genug im Federweg drin. Okay, verstanden. All das kann man lernen. Gibt es bei euch auch so einen Lehrgang? Wie funktioniert ein Fahrrad? Oder wenn einer lieb fragt, kriegt das erklärt, oder? Eher letztere Variante. Den Lehrgang, den haben wir so noch nicht. Grundsätzlich ist es aber so, jedes Rad, was bei uns gekauft wird, wird auch erklärt. Und zwar immer so auf dem Level, wie der Käufer dann eben auch unterwegs ist. Ja, aber YouTube ist ein Freund. Also ich glaube, es gibt so viele Fahrradfans, die das so gut erklären. Viel, viel besser, als wir das vielleicht können. Gibt es das hier vorne auch, diesen negativen Federweg, dass ich ihn einstellen kann? Einstellen ja, ob wir jetzt einen Ring dran haben, ich glaube es fast nicht. Nee, hier ist jetzt keiner dran. Das heißt, ich merke mir das, oder? Ist ehrlicherweise auch ein Testrad. Ja, merken wir jetzt nicht der richtige Weg. Du müsstest tatsächlich ausmessen, wie viel Weg du insgesamt hast und dann halt gucken, dass du so bei 20-25% dann bist. Du kannst das Ganze halt auch mit dem Kabelbinder machen, den du dann halt so da reinziehst, dann kannst du das auch abmessen. Also ganz einfach. Das heißt, die Prozent, das hier sind jetzt 100%, der ist komplett, ist jetzt ausgefedert komplett? Der ist jetzt komplett ausgefedert, ja. Das heißt, wenn du dich draufsetzt, wird er einfedern und auch hier gilt 20-25% sollte er beim Zustand belastet schon eingefedert sein. Ja, wie grob man halt ins Gelände fährt, das hier ist ja eher ein All Mountain, da würde die 25% schon reichen. Wenn du jetzt sagst, ich fahre eher Enduro, dann kann es halt ein bisschen mehr noch sein, aber so nehmen, das ist so als Faustformel, stimmt das schon, ja. So, wenn der Druck jetzt zu stark ist, das ist auch nicht gut. Nee, weil dann hoppelst du durch die Gegend wie ein Hase und kriegst zu viel Feedback und du springst quasi durch die Gegend und wenn dann ein Schlagloch kommt, ist der ja schon ausgefedert, dann geht er wieder rein und dann ist das irgendwann wie ein Flummi und du kriegst ein ganz unruhiges Rad, was sehr nervös ist und es macht dann gar keinen Spaß mehr, weil du das Rad nicht mehr unter Kontrolle kriegst, wenn es immer schneller und ruppiger wird. Also gibt Leute, die lassen sich das bei euch einstellen und denken, sie haben ein neues Fahrrad, oder? Es ist tatsächlich so, also gerade unser Lehrling, der Konstantin, ist ein passionierter Mountainbiker und wenn du dir von dem das Setup einmal richtig machen lässt, da wirst du merken, da ist ganz viel rauszuholen. So, das ist ein ähnliches Prinzip, ist wahrscheinlich auch entsprechend hydraulisch hier, diese versenkbare Sattelstütze. Genau, die wird ja vom Zug angesteuert, ne? Sieht man ja, dass der hier durchläuft, geht unten dann an eine Verriegelung dran, ist Luftdruck drin und auch eine Ölkammer, damit das alles ordentlich geschmiert ist. Luftdruck muss ab und zu mal überprüft werden und generell auch die Sattelstütze lässt sich so servitieren. Da ist es mal notwendig, so ich sag mal grob nach 5-6 Jahren, dass man auch mal die Dichtungen, halt die Bushings hier austauscht, damit das alles schön leichtgängig bleibt. Ist die Lagerung im Winter, sollte man das ausgefahren, eingefahren, spielt das keine Rolle? Grundsätzlich würde ich es immer ausgefahren lagern, ist immer besser, dann setzt sich auch nichts fest. Schön. So, und jetzt ist der Motor inkognito. Man kann die Bezeichnung nicht sehen bei dem Fahrrad. Das ist extra so. Ja, es ist ein Bosch Active Line mit 40 Newtonmeter. Hey, Spaß. Der stärkste, wie immer, Bosch Performance Line CX. Ich glaube, der hat mittlerweile einen Marktanteil von über 50%. Also ist einer der beliebtesten oder der beliebteste Motor, den es so gibt. In Deutschland zumindest mal.
Ja, in Deutschland. Ja, ich glaube aber auch so mittlerweile US-Markt und Asien kommt da auch schon. Also da ist, glaube ich, so ein Kopf-an-Kopf-Rennen in manchen Märkten mit dem Shimano EP8. Also, aber klar, ist eher so ein europäisches Thema, dass der Bosch CX so eine Macht ist. So, was ist das für eine Rahmengröße hier? Das ist jetzt ein 18er, das ist so ein M-Rahmen, Medium, ja. 18. Der würde jetzt passen bei dir, oder? Ja, genau. So, ja, dann darfst du es mal fahren, nimm es mal ruhig mal mit. Da ist jetzt eine Beleuchtung mit dran, aber die Rücklampe, also regnet. Mein Gott, und guck mal wie. Es hat gehagelt gerade eben. Ja, ich habe gedacht, du bist hart. Ja, aber dann... So hart denn doch nicht. Guck mal, auf der Motorhaube von dem schwarzen Auto ist es sogar weiß, siehst du das? Nee, du hast den falschen Winkel, du musst hier... Ja, ich sehe es, wir können ja mal kurz rausgehen, komm mal mit. Guck mal, ist das jetzt, es ist der 17. April... Und der April, der gibt sich alles, oder? Das heißt, ist von 30 Grad bis, ich glaube, wir haben jetzt 5 Grad im Moment draußen. Das ist Hagel. Guck mal hier, da vorne, die Motorhaube ist weiß. Mensch. Das ist ja blöd für den Fachhandel jetzt, oder? Im Moment gerade, wenn es hagelt. Sagen wir mal, suboptimal, ja. Suboptimal. Da ist es drin, aber wir denken ja nur an die schönen Tage. Sag mal, E-Bikes, jetzt bist du ja ein junger Kerl, du hast ja den Beginn... Das ist so ein bisschen wie CD und Schallplatte, ja, als sie erfunden wurde. Das habt ihr ja gar nicht mehr mitbekommen, oder hast du das mitbekommen, als das erste E-Bike rauskam 2009? Ja, mitbekommen haben wir das schon. Nur das war damals, war das noch eine absolute Randerscheinung und auch die nächsten Jahre, bis da wirklich mal interessante, spannende Produkte auch für jüngere Leute dabei waren, hat es ja schon ein bisschen gedauert. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, gerade so, was das ganz normale Mountainbike angeht, da werden ja schon mehr E-Bikes verkauft als normale Fahrräder, ganz einfach, weil du ja auch Sport mit deinem E-Bike machen kannst. So, jetzt könnten wir noch stundenlang reden über die Ausstattung. Vielleicht ganz kurz über die Lampe. Was ist das für eine Lampe? Das ist eine Light Move und die mache ich jetzt mal an. Die ist mit 110 Lux, glaube ich, ist, ne? Genau. Ganz gut unterwegs. Und das ist, ja, hat man halt immer eine Lampe und dann... Boah, ist sie hell. Die hat so eine Linse mit drin und genau. Das ist schon wie beim Auto. Ist ein schöner, sauberer Lichtkegel, wird direkt über den E-Bike-Akku. Warte mal, wenn du dich mal davor stellst, du hast ja ein schwarzes T-Shirt an, das wird weiß. Ist krass, oder? Ja, also es ist schon ganz cool hell. Das Besondere ist halt auch daran, dass die einen schönen, sauberen Lichtkegel hat, wird direkt am Akku gespeist. Das heißt, ich kann jetzt irgendwie auf Natur sein, ach, jetzt habe ich vergessen, meine Lampe aufzuladen. Und es ist halt ziemlich praktisch, das schon an Bord zu haben, weil so eine Lampe bist du schnell bei 100, 200 Euro, da ist die noch nicht eingebaut, ist hier schon mit drin. Das heißt, das kann man auch in das Paket ja mit einkalkulieren. Ja, das Bosch E-Bike-System Nummer 3 ist hier verbaut. Vorher war ja das andere. Und jetzt wird so langsam klar, was das Ganze soll. Also jetzt das Kiox 300 ist ein tolles Display, das könnte ich auch weglassen. Nimm es mal runter, bitte. Ist es angeschraubt oder kann man es abnehmen? Angeschraubt. Nee, kann man abnehmen. So, und jetzt geht das hier aus. Jetzt kannst du aber trotzdem anmachen, oder? Genau, das System ist abhängig hier von der Remote. Da ist die Intelligenz, die Einheit drin. Und dann kann ich halt rumfahren. Hab dann nicht die Befürchtung, dass ich dann das Display kaputt mache. Aber es ist eh sehr robust. Und wenn man das Gewicht mal hier holt von dem Display, ist es sehr leicht. Das heißt, da merkt man schon, dass da der Prozessor nicht drin ist. Das ist alles hier. So, und das Ganze ist sogar noch, wenn da mal ein Kabel reißt, auch sehr praktisch, sehr servicefreundlich. Zeig mal, das ist hier gesteckt sogar an der Seite. Die Kabel, die gibt es auch einzeln, oder, Tobi? Ja, klar, die Kabel gibt es auch einzeln. Also, falls du dir da mal irgendwas abreißen solltest, ist tatsächlich kein Problem. Bekommst du bei Bosch mal. Ja, zieh mal raus, Lucia. Kann man ruhig mal zeigen. Zwingst du mich dazu, dass ich das hier fest rausziehe? Ja, ist doch nicht so schwer. Und das ist auch wasserdicht und das ist ein Teil des Systems. Es geht ja auch darum, dass du das wirklich erweitern kannst und nicht das ganze Rad jedes Mal zerlegen musst, bloß weil so ein Kabel mal. Kann ja mal passieren, es reißt mal ab. Genau, das ist tatsächlich relativ oft auch schon vorgekommen, gerade bei Mountainbikes. Bleibst du irgendwie blöd im Zweig hängen oder so. Hier ist es so, hier fliegt dann einfach der Stecker raus, kannst in der Regel reinstecken, weiterfahren. Bei den älteren Systemen ist es so, dass es dann oft einen Kabelbruch gab und du dann halt das komplette Kabel bis zum Motor einmal neu ziehen musstest. Batterie, was ist hier drin? 625 Wattstunden. Das reicht dann schon für die allermeisten Touren dicker aus. So, Range Extender, technisch wird es gehen, oder? Technisch wird es gehen, ich glaube aber nicht, dass du es brauchen würdest. Krass, so, das sehen wir hier. Das ist also interessant bei dem Fahrrad, finde ich wirklich das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das heißt, man muss schon wirklich lange gucken, bevor man jetzt ein Fahrrad sieht, was, ich sag mal, unter 4.000, unter 5.000 Euro ist und dann so günstig ist. Und das macht auch ein bisschen Stevens aus. Die Farbe, gibt es da diverse Farben eigentlich?
Bei dem AM661 gibt es nur das Schwarz hier, aber wenn man jetzt ein Modell, sage ich mal, höher geht, gibt es natürlich auch andere Farben, die hier so... So, ich zeig mal gerade, da vorne gibt es so ein, das sieht so ein kleines bisschen aus wie Rost an der Seite, das ist also hier zu sehen. Und ist so ein braun meliert, das ist schon sehr schick, oder? Ja, das FR, das haben wir auch mal gedreht, das ist so ein Freeride, also 180 mm, gibt es sehr selten auf dem Markt. Das hat so ein Maragoni-braun Optik oder Industrierost, je nachdem, wie man es so sieht. Und das Blau gibt es auch? Das ist das Ocean Blue, auch ein neues Modell, 871. Das ist auch wieder so ein ED, also Enduro. Das ist quasi die Vorstufe von dem FR, von dem Freeride, was wir gerade gesehen haben. Und das ist nochmal für abfahrtsorientiertere Ballermaschinen, Leute. Also die richtig ins Ist das teurer? Das ist ein bisschen teurer. Das liegt bei 6,799, ja. 6,7 ein bisschen, ja. 2000 Euro. Aber es ist ja so, die viele die Leute 6, leasen 6, sich 9, das. Sorry, 6,7. 6,7, ja, was du hast. Aber die meisten leasen das. Das muss man vielleicht mal kurz erklären. Es wird vom Bruttolohn abgesetzt. Also angenommen, du zahlst ordentlich Steuern bis zu 47%. Da kannst du es brutto für netto vom Gehalt abziehen lassen. Das machen viele. Ja, also Leasing ist tatsächlich sehr beliebt. Jede Firma, die es anbietet, dauert es nicht lang, bis die ersten Mitarbeiter es merken und dann im Fahrradladen aufschlagen. Weil es ist tatsächlich so, du kannst, ne, je nach Steuer, die du eben abdrücken musst, bis zu 30% vom Radpreis dann schon sparen. Und das ist schon enorm viel. Oh, ihr bietet die gängigsten Leasingfirmen an, machen ja mittlerweile auch die Kollegen. Am Anfang hat man sich da ein bisschen schwer getan, weil die Abwicklung war doch relativ komplex. Aber mittlerweile muss man sagen, dass die Abwicklung immer einfacher geworden ist. Das heißt also, die ganzen Firmen haben sich bei Leasing drauf spezialisiert und haben also auch die Möglichkeit, sich die ganzen Sachen mittlerweile online abwickeln zu lassen, oder? Ja, also es funktioniert tatsächlich zu 90% papierlos. Wenige Ausnahmen gibt es noch und manchmal sogar am selben Tag. Also es, je nachdem, welches Leasingunternehmen es ist, ist es durchaus auch möglich, dass du quasi mit deinem Leasingvertrag schon in den Laden kommst und dann schon genau weißt, in dem Rahmen muss ich mich bewegen, dann kann ich das Rad direkt mitnehmen. Also das gibt es auch schon. Jetzt habe ich einen Arbeitgeber, der hat noch keinen Rahmenvertrag mit der Leasingfirma. Wie lange dauert das denn? Na, so 2 bis 3 Wochen in der Regel dauert es schon. Ehrlicherweise scheitert es da weniger an den Leasingunternehmen als an den Arbeitgebern, weil da gibt es mittlerweile auch so ein großes Angebot an Leasinganbietern, da musste ich auch erstmal zurechtfinden. Okay, da sind wir. Stevens, das Ganze am 17. April 2024 gedreht in Kaiserslautern in der Glockenstraße 4. Glockenstraße 4 bei Konrad, der Fahrradladen. Tschüss euch alle. Ciao.